Professor Krevener ist einer unserer liebsten Vortragenden. Ich kann nur kurz erzählen, er wollte einmal einen Vortrag halten, der 20 Minuten gedauert hat. Er war gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, war verkühlt, hat Husten gehabt, die Stimme war nicht wirklich perfekt. Sie werden es nicht glauben, der Vortrag hat 1,5 Stunden gedauert. Er ist jemand, der so mit seinem Thema verbunden ist und der das auch so gerne und so empathisch rüberbringt. Und deshalb ist er unser liebster Vortragender. Der Herr Professor Krevener hat etliche Titel natürlich, weil er auch jemand ist, der sich sehr viel weiterbildet. Er ist Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin und hat eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation onkologischer Patientinnen und Patienten. In diesem Vortrag wird er Ihnen die Bedeutsamkeit der Bewegung für mehr Lebensqualität bei Krebs näher bringen. Man verträgt die Therapien besser, man ist besser drauf, die Seele ist gesünder und wir alle wollen das doch. Oder bitte nehmen Sie sich ein Beispiel an uns. Wir machen Bewegung. Wir bewegen Sie. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf heute über die Wertigkeit von Bewegung und Training für Lymphom respektive Multiple Myelom Patientinnen und Patienten sprechen. Ich spreche hier für mein Team, das Team der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der Medizinischen Universität Wien. Wir haben eine lange Tradition in der Trainingstherapie und Bewegungstherapie für onkologische Patientinnen und Patienten. Wir befassen uns tatsächlich seit über 20 Jahren mit Training für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen. Vor allem Multiple Myelom-Patienten und Patientinnen haben natürlich Nebenwirkungen und Folgen ihrer Erkrankung selbst und überlebensnotwendiger Therapien, also jener Therapien, die ihr Langzeitüberleben sichern können. Sind einerseits ein Erschöpfungssyndrom, diese Tageserschöpfung, sogenannte Fatigue, eine Einschränkung in der körperlichen Leistungsfähigkeit, Verlust an Muskelmasse und Kraft, eine Einschränkung der Ausdauer, eine Einschränkung der Beweglichkeit, der Flexibilität und eine Störung der Koordination und Balancefähigkeit, zum Beispiel im Rahmen einer Polyneuropathie. Es ist ganz klar, dass daraus eine Angst vor Stürzen und Verletzungen mit Frakturen und einer resultierenden Immobilität resultiert, wenn man bedenkt, dass die Patientinnen und Patienten ja Lysen, also in Anführungszeichen Sollbruchstellen, im Skelett aufweisen können. Es ist natürlich auch eine Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit gegeben, eine Dysthymie, eine Traurigkeit bis zur Depression, Angst, Distress. Man ist leicht überfordert, infolge sozusagen der geringeren Leistungsunfähigkeit, aber vor allem infolge der Erkrankung und ihrer notwendigen Therapie. Themen wie sexuelle Dysfunktion und Inkontinenz können ebenfalls aufpoppen. Insgesamt ist eine Einschränkung der Lebensqualität die Folge und der Teilhabe, das heißt sowohl der beruflichen Teilhabe, wenn man noch im arbeitsfähigen Alter ist, und auch der sozialen Teilhabe. Man kann nicht mehr überall mitmachen, auf dem Sportplatz, in die Oper gehen, ins Theater, mit den Enkelkindern oder Kindern etwas unternehmen. Zum Management dieser Kurz-, aber auch Langzeitfolgen und Nebenwirkungen von Therapien und der Erkrankung ist die onkologische Rehabilitation mittlerweile in Österreich etabliert. Die Säulen dieser onkologischen Rehabilitation, die stationär und auch ambulant mittlerweile stattfinden kann, wo auch die Telerehabilitation seit 2018 als additives Tool angedacht ist. Die Säulen, also die Basis der Rehabilitation, sind Information und Schulungen der Patientinnen und Patienten. Dann das große Thema Psychoonkologie, dann die Diätologie und Ernährungstherapie und dann das, worüber ich heute sprechen werde, die physikalische Medizin und Rehabilitation und hier das Thema Aktivität, Training und Sport. Eigene Erfahrungen in der onkologischen Rehabilitation haben es so weit gebracht, dass wir das erste deutsche Standardswerk zum Thema gemeinsam mit unseren Mitstreitern geschrieben haben, worauf wir sehr stolz sind. Wir hatten bereits
1999 das erste Training unter Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen mit adjuvanter Chemotherapie, sogar am Tag der Applikation der Trainings, der Chemotherapie, haben die Patientinnen trainiert. Wir hatten gleichzeitig eine erste Spezialambulanz für onkologische Rehabilitation, wo wir uns besonders bei onkologischen Patientinnen und Patienten darum gekümmert haben, dass wir sie, wie man so schön sagt, aufpäppeln können. Das heißt, in Bewegung bringen können, sowohl psychisch als auch körperlich, und sie dessen sozusagen vergewissern konnten, dass sie sicher und wirksam trainieren, dass sie also Effekte haben. Das war damals sozusagen, wie man so schön sagt, ein Paradigmenwechsel. Bis zu dieser Zeit hat man mit Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen gar nicht trainiert. Man hat ihnen sogar gesagt, sie sollen sich nicht bewegen, weil das möglicherweise sie überlasten könne und sie daher Probleme mit ihren Therapien etc. und mit ihrer Erkrankung haben könnten. Heute weiß man, dass das in den meisten Fällen genau das Gegenteil ist, dass nämlich die Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen hochgradig von regelmäßiger körperlicher Aktivität profitieren können. Wir waren weltweit die Ersten, die dementsprechend knochenmetastasiert, also Patientinnen mit Knochen-Sollbruchstellen trainiert haben und auch Hirnmetastasierte trainiert haben und gleich mit hohen Leistungsfähigkeiten. Heute ist das kein Thema mehr, dass man mit Absiedelungen im Knochen oder im Gehirn oder woanders aktiv trainiert, wenn vorher die fachärztliche Diagnose und die Trainingseinstellung steht. Nun werden auch weltweit die ersten Patienten mit Krebserkrankungen und Fernmetastasierungen hier zum Beispiel in Knochen und Gehirn passiv trainieren haben lassen. Das heißt, wir haben eine Elektrostimulation gemacht, eine neuromuskuläre Elektrostimulation. Sie sehen hier NMES, wo der Strom dem Muskel das Signal gibt, sich zu kontrahieren. Diese Patientin konnte dadurch schon im Jahr 2002 wieder arbeiten gehen. Das Return to Work war damals ihr großes Ziel. Wir haben seit 2010 bis heute ein Tumorboard für onkologische Rehabilitation von Seiten des Comprehensive Cancer Center Vienna geleitet durch unsere Klinik. Das ist das weltweit erste und lange Zeit einzige Tumorboard. Mittlerweile gibt es auch eines in Japan. Und wir haben eine Plattform fürs Nebenwirkungsmanagement, für unterstützende Therapie und Rehabilitation, wo wir sozusagen die Kompetenz und das Wissen im Haus, aber auch außerhalb, wir kooperieren auch mit den Rehabilitationszentren, vernetzen, sodass die Patienten und Patientinnen verkürzte Wege haben. Wir wollen das Wissen vermehren und auch nach außen tragen. Was wir auch etablieren konnten und ganz speziell für knochenmetastasierte Patienten und Patientinnen und Patienten mit multiplem Myelom ist, dass fast jeder Patient, fast jede Patientin aktiv trainierbar ist. Man muss nur vor dem Training ein sogenanntes Trainingsrezept erstellen, sodass das Training ganz sicher ablaufen kann, aber auch trainingswirksam ist. Wir haben auch in Ihren Gruppen entsprechend eine Querschnittsuntersuchung machen können, wo wir identifizieren konnten, dass doch immerhin fast 3/4 der Patienten, jene ohne Sturzgefahr und Leistungsfähigkeit, die sozusagen fast im Normalbereich liegt, sogar für ein Gruppentraining, für ein aktives Gruppentraining unter Supervision geeignet sind. Wir haben aber auch identifizieren können, dass es immerhin etwa 25, also ein gutes Viertel der Patienten nicht tun sollen. Denen ist unbedingt ein Einzeltraining in der 1:1-Position mit der Therapeutin, dem Therapeuten anzuraten, weil sie aufgrund ihrer eingeschränkten körperlichen Leistungsfähigkeit und der begleitenden Sturzgefahr ganz einfach frakturgefährdet sind und weitere Komplikationen einer Fraktur ausgeschlossen werden müssen. Wir hatten auch eine Interventionsstudie geplant, die hat aber noch nicht gestartet. Zunächst gab es eine Verzögerung und letztlich hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind aber dran und kommen demnächst auf Sie zu. Das aktuelle Thema bei uns ist die Prähabilitation, also die, wenn man so will, Rehabilitation, Training etc., vom Beginn der Diagnosestellung bis zu den ersten Therapien. Die Prähabilitation
nützt also diese prätherapeutische Zeitperiode ab der Diagnosestellung, um einer funktionalen Verschlechterung der Patientinnen und Patienten und deren negativen klinischen Konsequenzen, vor allem durch die Nebenwirkungen von für das Überleben notwendigen Krebstherapien, vorzubeugen. Es soll also der funktionelle Status zum Beispiel durch Training gebessert werden und Komplikationen vermindert werden. Das ist das Ziel der Prähabilitation. Da gibt es den unimodalen Ansatz, wo ausschließlich Aspekte der Bewegungstherapie bzw. der medizinischen Trainingstherapie Platz greifen und multimodaler Ansatz, das heißt Kombinationen aus Bewegungstherapie, medizinischer Trainingstherapie, Schulung und Information von Patienten, Diätologie, Ernährungstherapie, Psychologie, Psychoonkologie und natürlich der notwendigen Raucherentwöhnung, Raucherstopp und Alkoholreduktion. Die Ziele sind eben eine Verbesserung der funktionalen Kapazität hinsichtlich der Kondition, der klinischen Belastbarkeit, aber auch der mentalen Belastbarkeit und letztlich dadurch einen Zustand zu erreichen, sodass die klinischen Belastungen der folgenden überlebensnotwendigen Krebsbehandlungen leichter überstanden werden können und dass die Patientin, der Patient insgesamt besser damit umgehen kann. Man weiß heute schon, dass dadurch die Morbidität, also die Weitererkrankung und die Krankenhaustage reduziert werden können. Es werden Komplikationen reduziert, Entlassungen können früher erfolgen und es können zumeist Lungenkomplikationen etc. reduziert werden, zum Beispiel wenn man eine Operation gehabt hat. Aber auch zum Beispiel bei Prostataerkrankten kann das Symptom Inkontinenz reduziert werden, wenn man schon ab der Diagnose mit dem Beckenbodentraining beginnt. Generell ist beschrieben, dass eine bessere Verträglichkeit der notwendigen onkologischen Therapien gesichert werden kann, wenn wir an Chemotherapien, an moderne onkologische Therapien und Strahlentherapie denken. Insgesamt kommt es auch zu einer Verbesserung der Flexibilität, wie zum Beispiel bei Brustkrebspatienten. Ganz wichtig, die positiven Wirkungen auch bei mentalen Themen. Angst, Distress, Traurigkeit. Insgesamt soll eine bessere Motivation auch zur onkologischen Rehabilitation möglich sein, die ja nach der dann folgenden onkologischen Primärbehandlung anzustreben ist. Auch ein früheres Erreichen der Rehabilitationsfähigkeit bedeutet für mich als Patientin und Patienten, ich kann bei der Reha früher mitmachen, ich kann früher auf Reha fahren, weil ich schneller wieder auf den Beinen bin. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist alles. Bewegung ist eine Polypille, ein Medikament, das für so viel gut ist. Bei uns nämlich in der Prävention, dass ich Krankheiten erst gar nicht bekomme, in der Therapie und Unterstützung zu den Therapien, in der Prähabilitation, also in der Phase zwischen der Diagnose und dem Therapieansatz und in der Rehabilitation. Auch ein Teil der Tertiärprävention in der Rehabilitation. Bewegung bringt Ihnen ganz, ganz viel. Das Bewegung im Sinne von Training bedeutet das Training von Ausdauer und Kraft. Das natürlich auch gesteuert werden muss, dass die individuelle Leistungsfähigkeit einbezogen wird, aber natürlich auch die klinische Belastbarkeit bei Ihnen als Patientin oder Patienten und dass regelmäßig, zyklisch adaptiert, ganzjährig und überlebenslang durchgeführt werden muss und natürlich auch das Üben Ihrer Balance, Ihrer Koordination, Ihrer Sensormotorik und Ihrer Flexibilität der Beweglichkeit. Regelmäßige körperliche Aktivität hat nicht nur in Anführungszeichen positive Wirkungen auf die Lebensqualität, sondern auch auf die sogenannte chronische Inflammation, diese chronischen Entzündungsprozesse, die Sie ja bei Krebserkrankungen haben, durch Wirkungen auf den Stoffwechsel und kann auch das Überleben positiv beeinflussen. Also es steigert sich die Leistungsfähigkeit, Stress wird weniger, Angst, Depression, detto. Die Fatigue, dieses Erschöpfungssyndrom, dieses mühsame, reduziert sich, womit sich der Nachtschlaf verbessert und auch die Lustfähigkeit, die Libido verbessert sich, insgesamt die Lebensqualität und Teilhabe. Und wenn Sie auf das Bild sehen, sehen Sie Wirkungen direkt auf das Muskelgewebe, wo Stoffe ausgeschüttet werden, die, wenn man so will, in der Kommunikation zwischen den Geweben modifizierend eingreifen, genauso auf das Fettgewebe und auf die natürliche Immunität. Insgesamt auch Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und das Lungensystem, kardiopulmonale System bis zum Muskel in den Stoffwechsel rein, in die Immunität, womit eben, wie gesagt, diese sogenannte chronische Inflammation reduziert werden kann und das Gesamt
Überleben, durch, insbesondere durch Einwirkungen auf das Herz-Kreislauf-Überleben, aber auch in vielen Fällen das krebsspezifische Überleben verbessert werden kann. Es gibt österreichische Befähigungsbefehlungen, Empfehlungen. Sie kennen das Bildchen von meinen alten Vorträgen. Da steht jetzt auch alt drauf, sonst habe ich jetzt noch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, vom Fonds Gesundes Österreich herausgegebenen österreichischen Bewegungsempfehlungen wurden adaptiert, sodass eben jetzt auch für Erwachsene unter anderem mit chronischen Erkrankungen angegeben wird, dass sie unbedingt regelmäßig körperlich aktiv sein sollen, dass lang andauerndes Sitzen vermieden werden soll, durch Bewegung unterbrochen werden soll und dass sie an zwei oder mehr Tagen in der Woche muskelkräftigende Übungen großer Muskelgruppen machen sollen und mindestens 2,5 bis 5 Stunden ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität oder 1/4 bis 2,5 Stunden Ausdauerbewegung mit höherer Intensität machen soll. Und wenn man es schafft und sich dabei nicht überlastet, soll sogar noch ein zusätzlicher gesundheitlicher Nutzen bei Steigerung des Bewegungsnutzens über 300 Minuten, also über 5 Stunden in der Woche notwendig sein. Also man ist heute ganz, ganz weit weg von dem, dass man gesagt hat, bewegen Sie sich nicht oder trainieren Sie nicht, das ist viel zu gefährlich für Sie. Heute sagt man, machen Sie gezielt Bewegung. Es tut Ihnen nicht nur gut, sondern es senkt auch Ihre Wiedererkrankungswahrscheinlichkeit und Ihre weitere Erkrankungen-Akquirierungsmöglichkeit. Man kann ja auch einen Zucker bekommen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, man kann fettleibig werden, man kann Arthrosen bekommen, man kann Stürze bekommen. Das alles können Sie mit regelmäßiger körperlicher Aktivität auch als onkologisch erkrankter Patient reduzieren. Und Sie können was gegen Ihre onkologische Erkrankung, namentlich das multiple Myelom, tun. Es gibt entsprechende Exercise Guidelines, also Richtlinien für Krebsüberlebende. Dazu gibt es ein Konsensus-Statement, ein ganz interessantes aus 2019. Und mittlerweile ist Bewegung in der Medizin, in der Onkologie nicht mehr wie vor 25 Jahren verboten. Mittlerweile ist es als Medizin, als Medikament angekommen. Wichtig ist, dass man das Setting richtig hält, dass man entsprechend den Anbietern ein entsprechendes auch Sicherheitskonzept im Hintergrund aufrechterhält. Je mehr Sie selbstständig machen, umso sicherer, in Anführungszeichen, müssen Sie sein, dass Ihnen nichts passieren kann. Deswegen ist vorher auch die ärztliche Einstellung im Sinne eines Trainingskonzeptes, eines Trainingsrezeptes für Sie als Patientinnen und Patienten ganz wichtig, wie Sie aus Ihrer Sicht recht sehen. Da ist einerseits der Prozess der sportmedizinischen Trainingsplanung, eine Leistungsdiagnostik, eine Zieldefinition, was will ich erreichen, aber auch medizinisch, was sind die Belastungsfaktoren? Belastende Therapien, die Grunderkrankung, weitere Erkrankungen, weitere Therapien und mit einzurechnen. Dann kommt es zu einer Trainingsplan im Sinne eines Trainingsrezepts, wo eben das Ausmaß ihrer Belastung, wie stark ist die Belastung, wie lange dauert sie zum Beispiel beim Ausdauertraining, wie häufig in der Woche und wie wird gesteigert, definiert wird. Und man muss regelmäßig ihre Leistungsfähigkeit wieder sozusagen assessen, also wieder feststellen und dann entsprechend zyklisch zu adaptieren. Ganz wichtig zur Bewegung ist auch ein entsprechender Verhaltenswandel, eine Verhaltensänderung, dass ich das regelmäßig umsetze und ein entsprechendes Monitoring. Ganz wichtig für Sie als Patientinnen und Patienten bei der Bewegung, Aktivität und Training ist, das Training muss wirksam sein. Das heißt, Sie müssen trainingswirksam in einer für Sie individuellen Intensität trainieren. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, das Training muss sicher sein. Sie sind ja ein Patient, eine Patientin mit einer Grunderkrankung. Das heißt, die Wirksamkeit und die Sicherheit des Trainings, was möglich ist sozusagen bei Ihnen, bestimmt, wie und wie viel Sie trainieren dürfen. Insgesamt kennzeichnet das die Machbarkeit und ist letzten Endes auch für Ihre Akzeptanz des Trainings, wenn es Ihnen nichts bringt, weil Sie einfach trainingsunwirksam trainieren, werden Sie es nicht lange machen. Wenn Sie das Training überlastet, aber werden Sie es auch nicht lange machen. Daher ist
Training für Patientinnen und Patienten immer nur nach Rezept, nach ärztlichem Rezept, entsprechender Leistungsfähigkeit und der klinischen Belastbarkeit durchführbar oder, sagen wir so, empfehlenswert, wenn man im sicheren Bereich bleiben will. Darf dann noch einmal auf diese Querschnittsuntersuchung verweisen, wo wir identifizieren konnten, dass immerhin 75% sogar gruppentauglich sind der multiple Myelom-Patienten. Das war früher nie so angedacht, ja. Und dass 25% leider doch eine 1:1-Situation brauchen, damit sie sich nicht zusätzlich gefährden, sich zu verletzen. Wie gesagt, fast jeder kann sicher trainieren, auch Patienten mit Knochenmetastasen oder speziell mit multiple Myelom. Beim multiple Myelom sind auch weitere Plasmaparameter, die Nierenfunktion etc. etc. in das Trainingsrezept des Sie behandelnden Arztes, der Ärztin mit einzubeziehen. Aber das kriegt man wirklich in der Kooperation der einzelnen Disziplinen insgesamt ganz leicht auf die Reihe, dass Sie mit ärztlichem Rezept wirklich sicher trainieren können. Natürlich gibt es gerade jetzt Covid geschuldet, wie man jetzt immer schon sagt, Ansätze der Telemedizin und der Telerehabilitation. Gewisse Ansätze können sein, dass Sie über einen QR-Code zum Beispiel zu einem Trainingsprogramm kommen, wie an unserer Klinik hier als Beispiel für türkische Brustkrebspatientinnen, dass Sie nachüben können. Ja? Das ist sinnvoll. Es gibt mittlerweile ganz interessante telerehabilitative Tools, wo Sie praktisch mit Trainern, mit Therapeuten, aber auch Ärzten in Kommunikation treten können, wo Sie Feedback geben können oder wo Ihr Körper Feedback gibt. Diese Tools entwickeln wir teilweise mit oder vielmehr validieren wir sie. Da kommt noch einiges Interessantes auf uns und auch auf Sie zu. Ganz wichtig auch für jene Menschen, die nicht immer in ein Zentrum fahren können. Ich möchte Ihnen jetzt schon die Take-Home-Messages geben. Bewegung ist wichtig. Das hören Sie jedes Mal von mir und ich werde es immer, solange ich eingeladen werde, sagen. Bewegung im Sinne einer regelmäßigen körperlichen Aktivität, im Sinne eines Trainings, die gezielt eben auch mit Zielen, was will ich erreichen, durchgeführt wird, für Patientinnen und Patienten, egal welche Erkrankungen, sollte immer nach einem entsprechenden Bewegungs- oder Trainingsrezept durchgeführt werden, damit dieses Training sicher und effektiv sein kann. Die Rehabilitation als besonders früh einsetzende Rehabilitationsmaßnahme von der Diagnose bis zum Therapieeinsetzen habe ich Ihnen als relativ neu, sie ist 5 bis 10 Jahre alt, dargestellt. Das greift immer mehr Platz, wenn Sie zum Beispiel früh oder neu diagnostiziert sind, ist das interessant, gleich darauf drängen, dass das Sinn macht. Ich habe auch die Vorteile gesagt, dass Sie nämlich auch eine bessere Motivation für eine Rehabilitation haben, die Sie zum Beispiel in einem unserer schönen Rehabilitationszentren, zum Beispiel im Burgenland oder in Salzburg, durchführen können, womit Sie eine optimale Einstellung für ein weiteres ambulantes Angebot oder auch für ein heimbasiertes Training, das Sie selber durchführen können, bekommen können. Generell nützt Ihnen die onkologische Prähabilitation, aber speziell die Rehabilitation mit dem BART Aktivität, Bewegung, Training, insofern, dass sie Ihr Überleben verbessern kann, also die Lebensqualität verbessern kann, in vielen Fällen auch dazu beitragen kann, dass man länger überleben kann, nämlich weil man auch mehr und die gezieltere Medikation bekommen kann. Das heißt, man muss zum Beispiel Therapie nicht abbrechen, wenn man einen besseren körperlichen funktionalen Status hat. Die Lebensqualität verbessert sich in allen Domänen und damit auch ihre Teilhabe, man sagt auch Partizipation im Berufsleben, wenn sie noch berufstätig sind, aber auch am sozialen Leben. Ich kann überall mit großem Selbstvertrauen mitmachen, hingehen, Sportplatz, Theater, Oper, Kinder, Enkelkinder, Freunde etc. Das ist schon was Schönes und ganz was Wichtiges.
nämlich dass sie ihr Leben selbstbestimmt leben können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.